Ja, das hat mehrere Gründe. Einerseits finde ich es ganz wichtig, dass sich schon junge Leute oder generell alle Leute Gedanken über innovative Ideen machen, dass sie auch den Mut haben, etwas auszuprobieren, mal etwas zu zeigen. Und auf der anderen Seite, auch die Wirtschaft, die brauchen innovative, junge Leute, die gute Ideen haben und die einbringen wollen. Und darum glaube ich, eine gute Chance ist, wenn sich eben Unternehmen wie Nespresso dafür engagieren, dass man im Prinzip so eine Startup-Challenge hat, wo sich irgendwo innovative Leute treffen und wo man Ideen sammeln kann. Wir inspirieren ganz verschiedene Persönlichkeiten. In der jetzigen Zeit kommt mir aber ganz spontan der Nelson Mandela in Sinn, weil ich finde es ganz wichtig, dass wir versuchen, auf dieser Welt ein friedliches Miteinander zu haben, weil das hat uns stark gemacht in den letzten Jahren und das wird uns auch in Zukunft wieder stark machen. Ja, ich selber bin ja nicht Experte und darum würde ich mich auch nicht wagen, denen zu widersprechen. Aber was ich sicher glaube, ist, wir müssen alle etwas für die Umwelt tun, damit also die nächsten Generationen von dieser tollen Welt profitieren können, die wir drinnen leben. Ich glaube, jede Wirtschaft und damit auch die Finanzwirtschaft spielen eine entscheidende und wichtige Rolle. Weil die können auch die ganze Nachhaltigkeit fördern. Und wir merken, dass in unserem Umfeld Kundinnen und Kunden fragen immer mehr nach nachhaltigen Produkten. Und auch wir haben immer mehr die Aufgabe, nachhaltig zu wirtschaften. Und darum denke ich, dass jede Wirtschaft einen entscheidenden Beitrag für die Nachhaltigkeit leisten kann. Das ist ein Bedürfnis, das immer mehr aufkommt bei unseren Anlegerinnen und Anlegern. Man muss aber auch ganz klar sagen, es gibt im Moment noch, sagen wir mal, zwei Typen von Anlegern. Die einen, die sehr auf die nachhaltigen Produkte achten und andere, die immer noch mehr auf Rendite aus sind. Aber das eine und das andere muss sich nicht ausschliessen und ich glaube, es wird ein Trend sein, der in den nächsten Jahren verstärkt man wird sehen. Innovation ist, wie ich schon gesagt habe, ganz, ganz etwas Wichtiges und wir brauchen Leute, Menschen mit innovativen Ideen, die Sachen verbessern auf dieser Welt, auch gerade im Bereich von Nachhaltigkeit. Und darum kann ich alle zusammen nur animieren, bringt eure Ideen auf, macht euch Gedanken dafür, präsentiert die. Vielleicht ist es nicht die perfekte Idee, die ihr habt, aber wenn man all die Ideen zusammennimmt, dann wird es etwas ganz Grossartiges geben und da freue ich mich sehr drauf. Macht das, was euch Spass macht. Etwas, das ihr wirklich mit ganzem Herzen und mit voller Leidenschaft könnt dahinterstehen, weil das wird euch glücklich machen und da werdet ihr auch die beste Leistung bringen. Ja, ich freue mich sehr auf all die Ideen, die da werden kommen, auf all die Leute auch kennenzulernen, weil meistens ist ja vor allem der Mensch hinter der Idee, die es so interessant macht. Und darum animiere ich euch, macht mit. Ich freue mich, hier als Jurymitglied dabei zu sein und euch alle kennenzulernen. Viel Spass und Erfolg dabei!